Veronika Röttger, Grand Dame der Kölner High Society. Lange Zeit haben wir nichts von ihr gehört. Wo hat sie gesteckt? Ja, hör mal, ich war nicht untätig gewesen. Hör mal, ich liebe doch helfen, ja. Ich habe zum Beispiel sehr viel bei der Kölner Tafel geholfen. Aber da musste ich aufhören. Hör mal, das war ein Elend, ne? Ich habe ja zugenommen wie nur was. Ja, das ganze Essen umsonst, das war furchtbar. Heute ist die Charity Lady mal wieder im Namen der Toleranz unterwegs. Ja, und heute gehe ich ein Pärchen besuchen, das ein Baby bekommt. Aber jetzt nicht, wie Sie denken, ne? Nicht normale Leute, sondern zwei Frauen. Die kommen von der Insel Lesbos, wenn Sie wissen, was ich meine. Also, Frauen. Aber dass solche Menschen, ne, auch Lesbige, dass die jetzt ein Kind kriegen dürfen, das finde ich sowas von normal, ja. Also auch überhaupt nicht abartig oder so, ne? Null. Hallo? Oh, da sieht man es ja schon. Sie sind ja wirklich schwanger oder wie heißt das bei Ihnen? Ja, ich komme erst mal rein. Ich habe ordentlich Kaffeedurst mitgebracht. Bei Ihnen muss es ja sauber sein, oder? Hör mal, klar, zwei Frauen, die klappen sich doch um den Staubsauger, klar. Oh, also ich wollte Ihnen nur noch mal sagen, ich hatte ja auch mal eine Tante, ne? Die war auch richtig mit einer Frau zusammen. Ja, gut, aber das war nach dem Krieg, ne? Da waren alle Männer tot. Das war die Zeit. Ja, jetzt bin ich aber mal neugierig, ne? Wie genau ist das dann jetzt hier passiert? Also, wie genau haben sie das gemacht, ne? Ich meine, mit zwei Frauen, das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit, ne? Also, ne, wissen Sie, was ich meine? Der liebe J, ne, der hat ja so jetzt direkt nicht gewollt oder geplant. Oder zumindest, sagen wir mal, ist er jetzt auch selber bestimmt überrascht, ne? Also, wie haben sie das jetzt gemacht, so ganz ohne Mann? Die Befruchtung wurde mit ärztlicher Hilfe durchgeführt. Ach, sie haben einen Doktor vernascht. Ja, hör mal, da wird aber auch leckisch, ne? Da will ich auch nicht nein sagen, du. Ah, da ist Lara. Hey. Hallo, Liebling. Wir haben Besuch von Frau Röttger, Veronika Röttger, guten Tag. Hallo. Und Sie sind, Lara, Pias Frau. Dann sind Sie ja quasi der Mann, ne? Nee, das ist ein ganz altes Klischee, dass es bei lesbischen Pärchen immer einen Mann und eine Frau gibt. Ja, ich hab das auch schon gesagt hier zu Ihrer Bekannten hier, ne? Dass ich das toll finde, wie Sie das machen. Ich meine, wen mir könntet ihr so ja wählen gehen, aber ich mach ja die Sätze nicht. Wir dürfen wählen und inzwischen sogar heiraten. Was, heiraten auch? Aha. Oh, ja, das ist ja, das finde ich ja toll, toll. Solange sie sich nicht streiten, ne, wer das schönere Brautkleid anhat, ne. Och, da geht es ja noch weiter. Wo sie schon mal da ist, lässt es sich Veronika Röttger natürlich nicht nehmen, auch das Zimmer des zukünftigen Erdenbürgers anzusehen. Schön, oh. Das haben sie aber schön eingerichtet, ne? Toll. Aber hoffentlich wird es kein Junge, oder? Ich meine, so ganz ohne Papa. Hör mal, der weiß ja nicht dann, wie ein Mann sich verhalten tut, oder was, ne? Ich meine, gut, ein bisschen Fußball spielen können sie ja mit ihm, ne? Ihnen liegt das ja bestimmt. Ich meine, wir richtigen Frauen, also wir tun uns da schwer mit euch. Das ist furchtbar. Ah, was mich jetzt doch noch interessieren würde, ne? Wie machen Sie das dann, wenn das alles nicht mehr modern ist? Also wenn Sie sich trennen? Davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Ja, aber wenn dann jetzt doch der Richtige kommt, ne? Ich meine, dann brauchen sie das alles ja in der Form nicht mehr. Lara ist für mich die Richtige. Ja, das ist natürlich schön, ja. Und das reicht Ihnen? Was jetzt genau? Na ja, die ganze Nacht nur reden? Ja gut, müssen Sie selber wissen, ne? Aber was wär ich denn für ein schlechter Gast, wenn ich nicht noch ein Geschenk dabei hätte? Ja, hör mal. Ja, kannst du ruhig aufmachen. Ja, das ist ein Bart. Damit das Kind wenigstens ab und zu mal das Gefühl hat, dass ein Mann im Haus ist. Und das ist eine gesunde Entwicklung. Und so endet Veronika Röttgers Besuch ebenso überraschend, wie er begonnen hat. Ja, Mensch, da haben sich aber zwei gefreut über meinen Besuch, ne? Ja, ich sag trotzdem mal sicherheitshalber dem Jugendamt Bescheid, ne?